Ja, bei diesem Projekt zeige ich euch ein Beispiel, wie ein Anhänger platzsparend, aber auch schonend gelagert werden kann. In diesem Beispiel wird der Anhänger rückwärts an die Rückwand gestoßen, bis dieser mit zwei Radkeilen gestoppt wird. Dann ziehe ich die Handbremse des Anhängers an und schließe das Zugseil an der Deichsel des Anhängers an. Bevor ich dann den Anhänger mit einer Handseilwinde hochziehe, ist es wichtig, die Handbremse des Anhängers wieder zu lösen. Ja, der Anhänger wiegt in meinem Fall hier ca. 500 Kilo. Messungen, die ich am Zugseil gemacht habe, haben ergeben, dass ich ungefähr mit 250 Kilo an der Deichsel ziehen muss, um den Anhänger in die vertikale Position bringen zu können. Mit einer ganz normalen Handseilwinde ist dies aber mühelos machbar. Sobald der Anhänger die Lagerungsposition dann erreicht hat, wird dieser auf beiden Seiten mit zwei Ketten gesichert. In meinem Fall sichere ich eine Kette sogar noch mit einem Schlüsselschloss. Es war mir wichtig, dass unter keinen Umständen der Anhänger sich von der Wand lösen kann und dann ungesichert auf den Boden stürzen kann. Ja, meine Garage, die ist am Berg unterirdisch angelegt. Dies hat dann auch zur Folge, dass über der Garage eine große Nische entstand. Diese Nische gibt mir die notwendige Höhe, um den Anhänger vertikal in der Garage lagern zu können. Bei zum Beispiel überbreiten Garagen könnte ich mir auch eine seitliche Lagerung des Anhängers vorstellen. In diesem Fall würde der Anhänger einfach seitlich über einen Bock gekippt und gelagert werden können. Ja, sobald der Anhänger gebraucht wird, kann ich diesen auf die gleiche Art und Weise wieder herunterlassen, indem ich die Kurbel einfach rückwärts drehe. In meinem Fall und speziell bei dieser Art von Seilwinden ist es wichtig, dass ich beim Runterlassen die Kurbel nie aus der Hand geben darf. Ein Loslassen der Kurbel hätte zur Folge, dass der Anhänger ungebremst auf den Boden stürzen würde. Es versteht sich auch von selbst, dass beim Raufziehen, aber auch beim Runterlassen sich nie eine Person unter dem Wagen befinden darf. Es ist sehr wichtig, dass diese Vorsichtsmaßnahme immer und konsequent eingehalten wird. Diese Lagerung spart einen ganzen Garagenplatz und macht es aber trotzdem möglich, den Anhänger geschützt in einer Garage vor Wind und Wetter lagern zu können. Eine Idee, die sich leicht umsetzen lässt, aber doch auch einen großen Nutzen hat. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.